Ihr habt 1. Mose Kapitel 32 gelesen. 1. Mose Kapitel 32, da heißt es ab Vers 25. Ich lese die Passage nochmal vor. 1. Mose 32, 25. Jakob aber blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, sodass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da fragte er ihn, was ist dein Name? Er antwortete Jakob. Da sprach er, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel, denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jakob aber bat und sprach, lass mich doch deinen Namen wissen. Er aber antwortete, warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Jakob aber nannte den Ort Peniel, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und der Titel meiner Predigt ist Gebet. Ganz einfach Gebet. Wie sollte Gebet aussehen? Bevor ich wirklich darauf eingehe, auf das Thema, lass mich dir den Kontext geben zu dieser Passage, die wir gelesen haben, zu diesem Kapitel. Jakob zieht gerade weg von seinem Schwiegervater Laban, dem er etliche Jahre gedient hatte. Und Laban hatte ihn natürlich betrogen, hatte immer wieder seinen Lohn geändert und so weiter. Aber Gott hat Jakob gesegnet. Gott hat Jakob entlohnt letzten Endes. Jakob zieht weg zusammen mit seinen zwei Frauen, Lea und Rahel. Und sein Bruder Esau zieht ihm entgegen. Jakob hat Angst vor Esau. Esau aber kommt nicht in böser Absicht. Esau versöhnt sich tatsächlich mit Jakob. Sie fallen sich in die Arme, es wird alles gut. Was übrigens eine tolle Stelle ist, um zu zeigen, dass Esau keine durch und durchweg bösartige Person war, sondern Esau hat sich wieder versöhnt mit Jakob. Es war alles gut. Und in der Nacht, bevor die beiden Brüder Esau und Jakob, der dann Israel genannt wurde, in der Nacht, bevor die beiden Brüder aufeinandertreffen, bleibt Jakob jetzt alleine zurück im Lager. Und die eindrucksvollsten Begegnungen, die wir mit dem Herrn haben, die eindrucksvollsten Begegnungen in seinem Wort, was wir lernen, wo wir erfüllt sind mit Heiligem Geist, wie nie zuvor, diese Erlebnisse, die machen wir oftmals alleine. Ich meine, ich habe schon viele revolutionäre Predigten gehört, die mein Leben verändert haben. Die Kirche ist ein großartiger Ort, wo wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, mit Gott Gemeinschaft haben, mit den Brüdern Gemeinschaft haben. Aber oftmals sind es doch die Begegnungen mit dem Herrn, die wir alleine in unserem stillen Kämmerlein machen, die am eindrucksvollsten sind. So auch bei Jakob. Er blieb alleine zurück im Lager und auf einmal erscheint dieser Mann, der mit ihm ringt. Ich meine, das ist vor allem das erste Mal, das zu lesen, das ist eine ziemlich ergreifende, ziemlich sehr besondere Geschichte in der Bibel. Es heißt dann auf einmal, da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Man fragt natürlich, wer ist das? Und zum Schluss dieser Passage erfährt man das ungefähr. Nicht zu 100%, aber ungefähr. Und dazu komme ich dann gleich noch. Die eindrucksvollsten Begegnungen machen wir mit dem Herrn oftmals alleine. Und das ist ein wichtiger Punkt, den ich später auch noch ansprechen werde. Schau dir nochmal Vers 29 jetzt an, um mir wirklich auf die Passage konkret einzugehen. Vers 29, da sprach er, der Mann, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel, denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Also Jakob wurde zu Israel umbenannt in einer Situation, in der er alleine war mit dem Herrn, eine sehr eindrucksvolle Begegnung, wo es einfach nur um ihn und den Herrn ging, sonst war niemand dabei. Und diese Erlebnisse, die wir machen, wo wir alleine mit dem Herrn sind, im Gebet, das können die entscheidendsten Erlebnisse, Ereignisse sein in deinem Leben. Wo zum Beispiel Jakob in Israel umbenannt wurde. Jakob ist natürlich als Israel hauptsächlich bekannt, nicht wahr? Vers 29, da heißt es, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel, denn du hast, achte darauf, mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Was für eine großartige Aussage. Und wie positiv das ist. Das ist nicht irgendwie negativ. Oh, du hast mit Gott und Menschen gekämpft. Nein, du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. So soll es Israel heißen. Gott ehrt das, dass Jakob gerungen hat mit diesem Mann und gewonnen hat. Aber mit wem hat er gerungen? Du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Vers 30, Jakob aber bat und sprach, lass mich doch deinen Namen wissen. Er aber antwortete, warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Vers 31,
Jakob aber nannte den Ort Peniel, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Denn er sprach, also das ist die Begründung, oder vielmehr das ist die Erklärung, was dieser Name bedeutet. Jakob nannte den Ort Peniel. Warum? Was soll dieser Name? Denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen, das ist, was das bedeutet. Und meine Seele ist gerettet worden. Um nur kurz darauf hier einzugehen, meine Seele ist gerettet worden, das ist nicht in einem geistlichen Sinne gemeint, im Sinne von, ich bin jetzt gerettet, ich habe ewiges Leben, sondern das Wort Seele wird manchmal in der Bibel, auch in unserem alltäglichen Sprachgebrauch, in einem übertragenen Sinne verwendet, ganz einfach für eine Person. Beispielsweise könnte man sagen, in diesem Dorf leben so und so viele Seelen, nicht wahr? Geht es da, spricht man da tatsächlich von den Seelen der Menschen? Nein, sondern man spricht ganz einfach von den Menschen, die dort wohnen. Ebenso gleich zu Beginn der Bibel heißt es, dass Gott den Odem des Lebens in Adams Nasen blies und so wurde der Mensch eine lebendige Seele, heißt es. Also wir sehen, dass das Wort Seele manchmal auch im übertragenen Sinne verwendet wird, ganz einfach für einen Menschen. Und wenn es hier heißt, meine Seele ist gerettet worden, in welchem Kontext ist das? Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. An anderer Stelle lesen wir, dass wer Gott sieht, dass er der sterben muss. Aber was ist mit Jakob geschehen? Er ist am Leben geblieben. Also seine Seele ist gerettet worden in dem Sinne, dass er als Mensch am Leben geblieben ist und nicht gestorben ist als der Mensch mit Fleisch und Blut. Und natürlich auch mit seiner Seele. Aber wie gesagt, Seele ist hier eher im übertragenen Sinne gemeint, ganz einfach für den Menschen Jakob. Er ist nicht gestorben, obwohl er Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen hat. Also wer ist dieser Mann, mit dem Jakob gerungen hat, mit dem Israel hier gerungen hat? Wer ist das? Nun, ich würde sagen, dass es der Herr Jesus Christus ist, um gleich dir die Antwort zu geben. Natürlich spricht die Bibel das nicht eindeutig mit eindeutigen Worten aus dem Alten Testament, denn im Alten Testament war der Name Jesu noch nicht offenbart. Deswegen, Jakob fragt den Mann nach seinem Namen und er gibt ihm keine Antwort darauf. Nicht wahr? Lass uns das nochmal lesen. Jakob aber bat und sprach, lass mich doch deinen Namen wissen, Vers 30. Er aber antwortete, warum fragst du nach meinem Namen? Und wir bekommen keine Antwort. Warum? Der Name Jesus war noch nicht geoffenbart im Alten Testament. Aber warum sage ich jetzt überhaupt Jesus, dass das Jesus war? Nun, offen gesagt natürlich, wie gesagt, die Bibel sagt uns das nicht schwarz auf weiß, dass es Jesus war. Aber ich glaube, dass doch sehr vieles darauf hindeutet. Wie schon gesagt, niemand kann Gottes Angesicht sehen, ohne zu sterben. Nicht wahr? Aber doch lesen wir davon, dass Jakob Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen hat. Doch lesen wir davon, dass Mose von Angesicht zu Angesicht und von Mund zu Mund mit dem Herrn gesprochen hat, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Doch sehen wir im Neuen Testament, dass Menschen Gott sehen, weil sie den Herrn Jesus Christus sehen. Und die Bibel sagt, dass niemand Gott jemals gesehen hat, aber ich versuche das ungefähr zu zitieren, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Über wen? Über Gott, den Vater. Also wenn wir von Gott reden, dann ist manchmal auch ganz einfach Gott der Vater damit gemeint. Deswegen heißt es oftmals der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Okay, sind damit zwei Personen gemeint? Nein, es ist dieselbe Person gemeint, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn das Wort und, das ist nicht unbedingt immer eine Aufzählung. Mit dem Wort und sagt man auch manchmal dasselbe, nur anders ausgedrückt. Also der Gott und Vater, das ist keine Aufzählung, sondern damit wird gesagt, Gott der Vater. Ja. Also oftmals wird für die erste Person der Dreieinigkeit, für den Vater auch ganz einfach Gott gesagt. Und der Kontext macht das klar, wenn es eben zum Beispiel heißt, dass niemand Gott jemals gesehen hat. Okay, aber Jesus Christus ist Gott. Das lehrt die Bibel eindeutig. Also was damit gemeint? Niemand hat jemals Gott den Vater gesehen, aber der eingeborene Sohn, der in dem Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Wie Aufschluss gegeben? Nun, Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der hat den Vater gesehen. Solche Aussagen finden wir ziemlich oft im Johannesevangelium, nicht wahr? Also, wie kann jemand am Leben bleiben, obwohl er Gott gesehen hat? Indem er den Herrn Jesus Christus gesehen hat. Das ist die einzig logische Lösung für dieses Problem. Und das ist eine Lehre, mit der sich, habe ich den Eindruck, einige Christen schwer tun. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, ob das vielleicht etwas mit Dispensationalismus zu tun hat oder mit welcher komischen Lehre das auch zu tun hat, aber ich habe den Eindruck, das habe ich ein paar Mal erlebt, dass Christen sich damit schwer tun.
Ich hatte es auch mal damals, schon vor etlichen Jahren, in der evangelischen Kirche, in der Gemeinde, in der ich ursprünglich war, jemandem erzählt, haben davon erzählt, so ja, wenn jemand Gott gesehen hat im Alten Testament, dann war das wahrscheinlich der Herr Jesus Christus. Und der hat dann so verwundert reagiert so, und gleich den Pfarrer gefragt, so, der Anselm hat das und das gesagt, so als sei das irgendwie eine komische Irrlehre oder irgendwas. Aber stell dir einfach die Frage, wie kann man Gott sehen? Wie konnte Jakob sagen, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen? Aber es ist nicht nur Jakob, der das sagt, es ist nicht einfach seine eigene Meinung, mit der er vielleicht falsch liegt. Nein, nein, es ist richtig, was er sagt. Vers 29, dein Name, das ist jetzt der Mann, der spricht, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel, denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Okay, also Gott ist ihm erschienen. Ich denke, das ist relativ eindeutig. Und manche Leute tun sich irgendwie schwer damit, warum auch immer, aber es gibt weitere Beispiele dafür in der Bibel. Und ich will auf diese Stelle eingehen, weil es einfach ein Phänomen ist, das wir öfters sehen im Alten Testament. Jemand hat Gott gesehen. Dabei sagt die Bibel aber, dass Gott niemand sehen kann, ohne zu sterben. Niemand hat jemals Gott gesehen und so weiter. Wie finden all diese Aussagen, wie passt das zusammen, indem man den Herrn Jesus Christus gesehen hat? Der Herr Jesus Christus ist wahrscheinlich schon im Alten Testament erschienen. Manchen Leuten. Ohne dass sie wussten, dass er Jesus heißt. Dass er der Messias ist. Ohne dass sie das unbedingt wussten. Aber lass mich dir ein anderes Beispiel geben. Der Engel des Herrn erscheint Manoach, dem Vater Simsons. Und Manoach fragt nach seinem Namen. Und rate mal was? Er bekommt keine Antwort. Er erfährt den Namen nicht. Dasselbe Phänomen. Jakob fragt nach dem Namen des Mannes, bekommt keine Antwort. Einfach nur diese Frage zurück, warum fragst du nach meinem Namen? So, wow. Warum? Weil der Name Jesus damals noch verborgen war im Alten Testament. Und wie gesagt, ich meine, wenn du das anders siehst, ich denke, das ist völlig in Ordnung, aber ich denke, dass das die logischste Erklärung ist. Die Bibel spricht das natürlich nicht schwarz auf weiß aus, dass es Jesus war, der erschienen ist, aber nur so macht es wirklich Sinn, denn niemand kann Gott den Vater sehen. Aber den Herrn Jesus Christus, den konnte man sehen, nicht wahr? Hunderte Menschen haben Gott gesehen, auf diese Art und Weise. Aber der Engel des Herrn erscheint Manoach. Manoach fragt nach dem Namen des Mannes, des Engels. Und natürlich könnte man sagen, ja okay, da heißt es aber Engel des Herrn. Aber Engel bedeutet wirklich im Grunde genommen einfach nur Botschafter. Das ist alles, was Engel bedeutet. Ja, also wenn Leute den Engel des Herrn gesehen haben, in einigen Fällen konnte das vielleicht der Herr Jesus Christus sein. Die Bibel sagt uns das nicht eindeutig, aber wir sehen hier dasselbe Phänomen. Er fragt nach seinem Namen, er bekommt keine Antwort. Warum? Höchstwahrscheinlich, denke ich, deshalb, weil der Name Jesus im Alten Testament verborgen war. Lass mich dir ein anderes Beispiel dafür geben, Sprüche 30, Vers 4, du musst das nicht aufschlagen, da heißt es, wer stieg zum Himmel empor und fuhr herab? Also, wer stieg zum Himmel empor und fuhr herab? Okay. Wer fasste den Wind in seine Fäuste? Wer band die Wasser in ein Kleid? Wer richtete alle Enden der Erde auf? Also, es ist eindeutig, um wen es hier geht. Es geht um den Herrn, allgemein gesprochen. Es geht um Gott. Und Juden, die natürlich ablehnen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, sie haben eigentlich keine Chance, diesen Vers abzulehnen und zu sagen, dass es hier nicht um Gott ginge. Dann heißt es nämlich weiter, was ist sein Name und was ist der Name seines Sohnes? Weißt du das? Also, wir finden hier einen eindeutigen Vers im Alten Testament, der lehrt, schwarz auf weiß, dass Gott einen Sohn hat. Eindeutig. Und ich frage mich, wie Juden um diesen Vers herumkommen. Die Frage habe ich mir schon öfters gestellt, weil es einfach so eindeutig ist, dass es hier um den Herrn geht. Ich meine, wer stieg zum Himmel empor und fuhr herab? Wer fasst den Wind in seine Fäuste? Wer band die Wasser in ein Kleid? Mit anderen Worten, wer hat die Erde geschaffen? Okay, es ist der Herr. Was ist sein Name und was ist der Name seines Sohnes? Weißt du das? Und damit kann nicht Israel gemeint sein, irgendwie Israel, der Knecht Gottes. Denn der Name Israel ist wohl bekannt und war zu Zeiten des Alten Testaments natürlich wohl bekannt. Aber welcher Name war nicht bekannt? Der Name Jesus. Aber lass uns wieder zurückgehen. Du bist weiterhin in 1. Mose 32, Vers 27, da heißt es, und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Also der Mann sagt zu Jakob, höchstwahrscheinlich glaube ich, der Herr Jesus Christus, der hier leiblich erschienen ist, er sagt zu Jakob, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Und was mir auch gerade so in den Sinn kommt,
dieses Ringen, das scheint auszugehen von dem Mann. Ja, es ist nicht so, dass Jakob irgendwie jemanden gefunden hat, den er auf einmal angreift oder so, sondern Gott fängt wahrscheinlich an, mit ihm zu ringen. So hat es den Anschein. Und dann sagt der Mann aber selbst, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob, der lässt er nicht einfach so locker, obwohl das Ringen wahrscheinlich nicht von ihm ausging. Jakob lässt nicht einfach locker. Jakob aber sprach, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Also Jakob widerspricht ganz einfach. Jakob sagt im Grunde genommen nein zum Herrn. Jakob widerspricht einfach. Er bleibt hartnäckig, aber hartnäckig in einem positiven Sinne. Denn wir haben schon gelesen, er wird letzten Endes tatsächlich gesegnet. Er bekommt das, was er wollte. Jakob aber bat und sprach, das ist Vers 30, lass mich doch deinen Namen wissen. Er beantwortete, warum fragst du nach meinem Namen? Und was ist das Ergebnis? Dass Jakob widersprochen hat, ich lasse dich nicht gehen. Nein, ich werde weiter mit dir ringen. Was war das Ergebnis? Und er segnete ihn dort. Jakob wurde tatsächlich vom Herrn gesegnet. Vers 31, Jakob aber nannte den Ort Pniel, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Jakob bekam, was er wollte. Und was lernen wir daraus? Gott segnet seinen starken Willen. Gott segnet seine positive Hartnäckigkeit. Ich lasse dich nicht gehen, ehe du mich segnest. Jakob bekommt, was er wollte. Gott segnet ihn. Das ist ziemlich mutig, mit dem Herrn zu kämpfen. Das ist ziemlich riskant, mit dem Herrn zu kämpfen, nicht locker zu lassen, zu sagen, nein, ich lasse dich nicht gehen. Ich will, dass du mich segnest. Ich lasse dich nicht einfach so los. Kommt nicht in Frage. Und der Herr segnet ihn. Gott liebt es, wenn Menschen einen starken Willen beweisen, um Großes bitten. Und wenn sie Gott nicht gehen lassen und sagen, segne mich. Ich lasse dich nicht eher gehen, ehe du mich segnest. Gott segnet das. Und das ist ein ziemlich revolutionärer Gedanke für dein Gebetsleben. Was der Titel meiner Predigt? Der Titel meiner Predigt ist Gebet. Wie sollte Gebet sein? Das ist mein erster Punkt. Gebet sollte echt sein. Was meine ich damit? Gebet sollte real sein, aufrichtig. In dem Sinne, dass Gott eine reale, aufrichtige, echte Beziehung zu dir haben will. Gott will nicht in Gemeinschaft mit dir sein und du bist einfach zu 100% passiv. Und sagst einfach, ja, einfach nur dein Wille geschehe. Und hey, das ist ein gutes Gebet. Jesus selbst hat das gebetet. Ja, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ja, natürlich, letzten Endes wollen wir uns dem Willen Gottes beugen. Amen. Aber ist das, was die Bibel lehrt, dass wir einfach zu 100% passiv sein sollten? Oder segnet Gott es nicht viel mehr, wenn wir auch einen starken Willen beweisen? Und durchhalten im Gebet. Und ringen mit Gott, wenn wir kämpfen für unsere Segnungen. Ist es nicht das, was Gott segnet? Und das ist eine echte Beziehung, eine reale Beziehung. Seit wann schätzt man das in einer normalen zwischenmenschlichen Beziehung, wenn der andere einfach nur komplett passiv ist, keinen starken Willen hat, keine eigenen Meinungen hat? Seit wann ist das eine gute Beziehung? Seit wann ist das eine gute Ehe? Wenn die Frau niemals etwas von ihrem Mann haben will. Seit wann ist das eine gute Ehe, wenn die Frau keine eigenen Meinungen hat? Ich glaube, es ist eine bessere Ehe, wenn die Ehefrau einen starken Willen hat, wenn die Ehefrau eigene Meinungen hat, aber letzten Endes sagt, okay, also ich will das zwar und ich denke, das wäre richtig, aber letzten Endes vertraue ich dir und ich gehorche dir. Ist das nicht eine bessere Beziehung? Wo es sozusagen ein bisschen positive Reibung gibt? Und diese positive Reibung, die brauchen wir auch in unserer Beziehung, in unserer Gemeinschaft zum Herrn, in unserem Gebetsleben, wo wir Gott sagen, ich will das und das. Ich will, dass du mich segnest. Ich lasse dich nicht gehen, ehe du mich segnest. Und das ist mutig, aber es ist nicht hochmütig. Schau, natürlich, ohne dass ich jetzt unbedingt das dazu sagen muss, sollten wir dabei das richtige Herz haben und dabei gleichzeitig den Herrn fürchten. Echtes Gebet, das ist, was du brauchst. Eine echte, eine reale, eine aufrichtige
Beziehung zum Herrn. Und das ist ein revolutionärer Gedanke für dein Gebetsleben. Höchstwahrscheinlich. Ich weiß, dass es für mein Gebetsleben revolutionär war, diese Erkenntnis. Und dass sich meine Gebete zum Herrn deutlich verändert haben. Und schau, echtes Gebet, das ist kein stumpfes Ritual. Das ist nicht geheuchelt. Das ist nicht stumpf ritualisiert. Dabei geht es nicht einfach um die perfekten Worte. Dabei geht es nicht um bestimmte Wiederholungen. Sondern worum geht es dir beim Gebet? Dass du auch das bekommst, worum du bittest. Aber dazu sollte es ein echtes Gebet sein. Dazu solltest du eine echte, reale, aufrichtige Beziehung zum Herrn haben. Schau, den Herrn interessiert es offensichtlich, was dein Wille ist. Den Herrn interessiert es, was dein Wille ist. Nun, für Calvinisten macht diese Aussage wahrscheinlich eher weniger Sinn. Weil doch sowieso einfach alles passiert, was Gottes Wille ist. Schau, natürlich gibt es den Willen Gottes für dein Leben. Aber innerhalb des Willen Gottes glaube ich, dass es Flexibilität gibt. Gott wird dir nicht sagen unbedingt, das ist die eine einzige Person, die du heiraten sollst in deinem Leben oder so etwas. Das ist ein typisches Beispiel, an das Leute denken, nicht wahr, besonders junge Leute. Das ist die eine einzig wahre Person. Wir finden meines Erachtens ein einziges Beispiel dafür in der Bibel, wo Gott das tatsächlich gesagt hat oder bestimmt hat. Aber ein einziges Beispiel, weißt du, was das bedeutet? Dass es extrem unwahrscheinlich ist, die Chancen liegen bei weniger als 1%, dass Gott dir sagen wird, das ist die eine Person, die du heiraten sollst. Es wird nicht passieren. Okay. Innerhalb des Willen Gottes gibt es Flexibilität. Ja, es gibt mehrere Personen, die gute Personen sind, die du heiraten kannst. Es gibt mehrere Aufgaben in deinem geistlichen Leben, die du übernehmen kannst. Ja, du kannst dich selbst entscheiden, was weiß ich, ein Instrument zu spielen in der Gemeinde. Du kannst die Entscheidung dazu treffen. Ist das irgendwie dann gegen den Willen Gottes? Ach, ich weiß aber nicht, ob das der Wille Gottes ist. Mach es einfach. Warum sollte es nicht der Wille Gottes sein? In der Kirche zu dienen, ein Instrument zu spielen. Warum nicht? Verstehst du, was ich meine? Und wenn du betest, Herr, ich will das und das für dich tun und es ist eine eindeutig gute Sache und du erwartest es vom Herrn, dass er dich segnet, Gott wird dich segnen. Jakob war mutig, mit Gott zu kämpfen. Jakob war mutig, so mit dem Herrn zu reden. Das ist ein ziemlich mutiges Gebet, nicht wahr? Ich meine, ich frage mich, was Jakob dachte, als er mit dem Mann gerungen hat. Und als mir so klar wurde, dass er mit Gott kämpft. Ich meine, ist man da nicht irgendwie in Todesangst möglicherweise oder so? Ich weiß es nicht. Ich meine, die Bibel sagt es nicht eindeutig. Aber das ist ziemlich mutig, dann noch zum Ende durchzuhalten und zu sagen, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Aber es war nicht hochmütig. Es war mutig, aber nicht hochmütig. Lass mich dir das zeigen. Du bist weiter in 1. Mose 32, Vers 11, da heißt es, das ist Jakob, der das spricht. Ich bin zu gering, Vers 11. Ich bin zu gering für alle Gnade und Treue, die du an deinem Knecht bewiesen hast. Schau, das ist ein demütiges Gebet. Jakob erkennt natürlich gleichzeitig, und das war bevor er mit dem Mann gerungen hat, Jakob weiß natürlich, hey, ich bin einfach nur ein Mensch. Ich bin ein Sünder. Ich bin einfach ein Knecht des Herrn. Ich bin nicht wirklich es wert. Ich bin zu gering für alle Gnade und Treue, die du an deinem Knecht bewiesen hast. Denn ich hatte nur einen Stab, als ich über diesen Jordan ging, und nun bin ich zu zwei Heerlagern geworden. Herr, du hast mich gesegnet. Das ist unglaublich. Ich habe das nicht verdient. Schau, du kannst mutig beten, ohne hochmütig dabei zu sein. Bestes Beispiel, Jakob. Jakob war jemand, der sich durch harte Arbeit, durch Hartnäckigkeit, in einem positiven Sinne, durch Durchhaltevermögen ausgezeichnet hat. Nicht wahr? Und dieses Thema hatten wir vor kurzem, Thema Durchhaltevermögen. Und das fehlt vielen Leuten heutzutage, besonders bei der Arbeit. Jakob dagegen hat es durchgehalten, 7 Jahre zu arbeiten für Rahel. Und diese 7 Jahre erschienen ihm wie eine kurze Zeit, weil er sie so lieb hatte und so weiter. Und er hat gearbeitet für einen Mann, der ihn betrogen hat. Hat es durchgehalten, hat es einfach gemacht. Und Jakob hatte seine Fehler. Aber was wir hier lernen können ist, Gott segnet Menschen,
die auch Fehler haben. Sogar jemanden, der zwei Frauen geheiratet hat. Das ist ein ziemlich großer Fehler. Gott hat aber diesen Mann Jakob immer noch genutzt, hat ihn immer noch großartig gesegnet. Was ist einer der Gründe? Weil er hartnäckig war in seiner Arbeit, wie er durchgehalten hat und im Gebet. Schlage du Markus Kapitel 11 auf und lass einen Finger in 1. Mose 32, lass da einen Finger drin und geh zu Markus Kapitel 11. Ich lese dir währenddessen vor aus Psalm 37, Vers 4. Und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Schau, Gott will dir geben, was dein Herz begehrt. Das heißt aber auch, dass du es Gott sagen musst. Dass du manchmal sagen musst, ich will das, Herr. Nein, ich lasse dich nicht gehen. Ich werde weiter dafür beten. Solange es eine gute Sache ist. Ich meine, wenn du für einen Lamborghini betest, den wirst du nicht unbedingt bekommen. Ja. Aber das sollte uns allen irgendwie klar sein, denke ich. Hoffe ich. Habe denn Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Schau, trachte nach dem Herrn, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Ja, du sollst natürlich deine Lust haben am Herrn, über geistliche Dinge nachsinnen, den Herrn lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Und Gott wird dir aber auch dazu geben, was dein Herz begehrt. Dinge, die du haben willst. Oder Dinge, die du tun willst in deinem Leben, wird dir Gott vielleicht ermöglichen. Gott ist interessiert an deinem Willen. Du bist in Markus Kapitel 11, Vers 23, denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, Vers 23, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Und manchmal haben Leute, denke ich, eine zu demütige Einstellung, eine falsche demütige Einstellung, wenn es um das Thema Gebet geht. Und sie denken, oh, irgendwie, das ist eine zu krasse Sache. Ich will nicht unbedingt dafür beten. Und ich kann Ihnen auch gleich auch noch ein Beispiel dafür zeigen. Kommt später in meiner Predigt dran. Sie haben eine falsche demütige Einstellung. Irgendwie, das ist zu krass. Aber wirklich, gibt es Dinge, die zu groß sind für den Herrn, die er nicht für dich tun könnte? Gibt es ein Gebet, das zu groß ist? Gibt es ein Gebet, das zu mutig ist? Wenn Jakob mit Gott gekämpft hat und er hat durchgehalten, ich lasse dich nicht gehen, ehe du mich segnest. Ist nicht das etwas, was Gott segnet, wenn du um große, augenscheinlich verrückte Dinge betest? Denn das ist ziemlich verrückt, was Jesus hier sagt. Wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und seinem Herzen nicht zweifel, sondern glaubt, dass das, was er gesagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Das ist ein großes Gebet. Das ist ein mutiges Gebet. Das ist ein ziemlich verrücktes Gebet. Aber weißt du was? Jesus sagt hier, es würde geschehen, ja. Natürlich, unser Glaube ist nicht unbedingt groß genug dafür. Unser Glaube ist kleiner als ein Senfkorn. Leider. Aber segnet es Gott nicht, wenn wir mutig beten, wenn wir eine reale, echte Beziehung zum Herrn haben, wenn wir sagen, Herr, ich will das. Und das erscheint uns vielleicht dann selbst sogar ein bisschen verrückt. So, was habe ich gerade gebetet? Herr, bitte. Und du demütigst dich vor dem Herrn und Herr, falls es falsch war, natürlich, dein Wille soll geschehen, aber Herr, ich will das aber. Ich will das. Du hältst durch. Ist nicht das etwas, was Gott segnet? Schau, du sollst den Herrn wirklich lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand. Und dazu gehört es auch, zu echter Liebe, dass du von dem Herrn große Dinge erwartest. Im Vertrauen auf sein Wort, im Vertrauen darauf, dass er alles für dich tun kann. Das ist etwas, was Gott ehrt. Weil du nämlich durch ein großes Gebet im Grunde genommen sagst, du kannst alles tun, Herr. Nichts ist dir unmöglich, nicht wahr? Vers 24, Markus Kapitel 11, Vers 24. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt. Acht auf diesen Vers und lerne diesen Vers auswendig. Ich habe diesen Vers auswendig gelernt und dieser Vers hat mich oft begleitet in vielen großen Gebetsanliegen. Vers 24. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Glaubst du, dass du das empfängst, worum du bittest? Oh nein, es geht nicht um den Lamborghini, den du haben willst, okay? Sollte natürlich innerhalb des Willen Gottes sein und Gott will nicht, dass du geldgierig bist.
Glaubst du dem Herrn, vertraust du, dass er diese große Bitte erfüllen kann? Glaubt, dass er es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Schau, Gott will, dass wir mit der Erwartung an den Herrn beten, dass er uns gibt, worum wir bitten. Wenn du betest, komme mit der Erwartung an den Herrn zu ihm, dass er dir gibt, worum du ihn bittest. Und ich habe das oftmals gebetet in meinem Leben. Herr, ich erwarte von dir. Ich erwarte von dir, dass du mir das ermöglichst. Ich erwarte von dir, dass du mich segnest. Das ist ein mutiges Gebet, aber es ist nicht das, was Gott segnet. Bete mit der Erwartung, dass Gott dir gibt, worum du ihn bittest. Vertraue auf den Herrn. Und nochmals, wir kommen dann gleich später noch zu Versen, die das eindeutig ausdrücken. Natürlich sollte es im Willen Gottes sein. Und wie gesagt, im Willen Gottes gibt es natürlich große Flexibilität. Ja, wie ich schon erklärt habe. Gott will eindeutig Großes für dich tun. Gott würde diesen Berg versetzen. Gott würde sich mächtig erweisen, wenn du genug Glauben hättest. Weißt du was? Gott will Großes für dich tun, aber was erfordert das auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite erfordert das einen mutigen Beter. Einen mutigen Beter erfordert das. Der betet, lass es nicht mehr regnen. Und dann hat es nicht mehr geregnet für 3,5 Jahre. Der betet, tue ihm die Augen auf. Und ihm wurden die Augen aufgetan und er hat das Herr des Herrn gesehen, feurige Wagen und so weiter, was für Beispiele man noch immer darauf finden könnte aus der Bibel. Es erfordert einen mutigen Beter. Gott will Großes für dich tun, aber Gott wird nicht einfach so Großes für dich tun, wenn du einfach völlig passiv bist, nicht deinen eigenen Willen zum Ausdruck bringst. Und natürlich wirst du mit manchen Gebeten ganz einfach falsch liegen. Natürlich wird es passieren. Mach dir aber keinen Kopf darüber. Ich denke, dass es Gott oder so ehrt, natürlich, wenn man, außer man betet für etwas völlig Dummes. Okay, ja, natürlich, du sollst nicht im Fleisch sein, du sollst nicht sündigen. Aber es ehrt den Herrn, wenn du große Erwartungen hast. Was wären Beispiele dafür? Elisa, der Nachfolger Elias. Elisa wollte einen doppelten Teil von Elias Geist. Und weißt du, was Elias Reaktion war? Das ist eine schwierige Bitte. Ich meine, Elia war sich nicht sicher, ob das wirklich passieren wird. Aber Elisa war mutig. Ich will einen doppelten Anteil von Elias Geist. Das war eine gute Bitte. Was sagt im Grunde genommen damit, Elisa? Hey, ich will ein großer Mann für den Herrn werden. Ich will, dass der Herr mich großartig nutzt. Mich noch mehr nutzt als mein Vorgänger. Mich noch mehr nutzt als mein Vorbild. Was könnte daran schlecht sein? Schau, er hatte sicherlich die richtigen Gedanken dabei im Herz, ganz einfach dem Herrn noch mehr zu dienen. Den Herrn noch mehr zu ehren. Das ist eine gute Bitte. Das ist eine ziemlich verrückte Bitte. Eine ziemlich mutige Bitte. Elia war sich nicht so sicher. Das ist eine schwierige Bitte. Lass mich dir ein negatives Beispiel geben. Der König Joas. Er hat die Pfeile in die Hand bekommen und er sollte mit den Pfeilen auf die Erde schlagen, nicht wahr? Du kannst dich wahrscheinlich erinnern an diese Geschichte, das ist eine ziemlich eindrückliche Geschichte. Joas sollte mit den Pfeilen schlagen auf die Erde und dann schlägt er nur 3-mal und hält inne. Und der Prophet wird zornig. Joas hat dann nämlich die Aramäer nur 3-mal geschlagen, aber er hätte sie 5-mal schlagen können, er hätte sie 6-mal schlagen können. Was lernen wir daraus? Gott will, dass du große Erwartungen an ihn hast. So, wie soll ich die Aramäer 5 oder 6-mal schlagen? Wie soll das gehen? Vertraue auf den Herrn. Schlage, schlage, schlage. Ja, Joas sollte auf die Erde schlagen mit den Pfeilen, hat aber nur 3-mal geschlagen und innegehalten. Würden wir jetzt sagen, oh, das war ein demütiger Mann. Er war demütig, er wollte nicht hochmütig sein, er wollte nicht zu viel erwarten. Der Prophet wurde zornig. Warum wurde er zornig? Weil es Gott nicht ehrt, wenn wir ihn kleinreden, wenn wir kleine Erwartungen haben. Weißt du, was Gott ehrt, wenn wir große Erwartungen haben? Weißt du, was Gott geehrt hätte? Hätte Joas 100-mal auf die Erde geschlagen mit dem Pfeilen.
im hundertprozentigen Vertrauen darauf, dass er dann die Aramäer 100-mal schlagen würde. Oder was auch immer. Schau, Joas ist nicht bekannt als ein, als jemand, der wirklich Macht mit Gott hatte, der mit Gott gekämpft hat und gewonnen hat. Das ist eine Geschichte, die ihn eher als ziemlichen Loser dastehen lässt. Nicht wahr? Denn was segnet Gott? Eine echte, reale Beziehung, ein echtes Gebetsleben. Wir sollten mit der Erwartung an den Herrn beten, dass der Herr sein Wort hält. Lass mich dir das zeigen. Ich lese dir vor, du bleibst weiter in Markus, im Markus-Evangelium, ich lese dir vor aus 1. Mose 32, oder du hast eigentlich einen Finger drin, in 1. Mose 32, geh wieder zurück, 1. Mose 32, Vers 12, da heißt es, errette mich doch aus der Hand meines Bruders, aus der Hand Esaus, denn ich fürchte ihn. Er könnte kommen und mich erschlagen, die Mutter samt den Kindern. Du aber hast gesagt, ich will dir gewisslich wohltun und deinen Samen machen wie den Sand am Meer, der vor Menge nicht zu zählen ist. Also was sagt Jakob in 1. Mose 32, Vers 12 und 13? Er fürchtet sich vor seinem Bruder Esau. Er denkt, dass Esau in böser Absicht kommt. Natürlich, wir wissen schon im Voraus, die beiden versöhnen sich danach und so weiter. Es wird alles gut, aber er fürchtet sich erstmal, menschlich gesehen, völlig verständlich. Und Jakob richtet dieses Gebet an den Herrn, der sagt, du aber hast gesagt. Also er hält Gott das vor, was Gott sowieso schon gesagt hat, was Gott sowieso schon versprochen hat. Erinnert den Herrn daran, du hast gesagt, Herr, ich will dir gewisslich wohltun und deinen Samen machen wie den Sand am Meer, der vor der Menge nicht zu zählen ist. Also sagt im Grunde genommen, hey, lass mich nicht umkommen. Denn vorher sagt er könnte kommen, mich erschlagen. Aber im Grunde genommen sagt er zum Herrn, lass mich am Leben bleiben. Lass mich nicht getötet werden. Denn du hast das gesagt hier. Du hast das gesagt. Halte dich daran, Herr. Halte dich daran. Ist das irgendwie ein freches, hochmütiges Gebet? Nein. Sondern der Herr hat sowieso schon gesagt und wir wollen den Herrn daran erinnern. Halte dich daran, an deine Zusagen, Herr. Ich will, dass du das tust in meinem Leben. Und auch das ist ein Gebet, das der Herr segnet. Ist das irgendwie hochmütig? Ist es irgendwie falsch, etwas vom Herrn zu verlangen, was er zugesagt hat in seinem Wort? Nun, dann könnte man sich die Frage stellen, ja, warum dann überhaupt bitten? Weil du vielleicht eine echte Beziehung zum Herrn haben willst? Nicht eine Beziehung, wo du völlig passiv bist, erstens, und das nämlich ein Gebetsleben, ein echtes Gebetsleben, das Gott segnen wird. Zweitens, vielleicht willst du den Segen des Herrn beschleunigen. Gott interessiert sich für deinen Willen offensichtlich. Vielleicht willst du Gottes Segen beschleunigen. Wer weiß. Ja, aber das wird der Herr bestimmt nicht tun. Loser, bete doch dafür. Erwarte doch Großes vom Herrn. Ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Erinnere den Herrn an seine Zusagen. Du hast es gesagt, Herr. Ich will, dass du das umsetzt in meinem Leben. Denke daran. Vergiss mich nicht. Schau, wir sind im Bilde Gottes geschaffen, nicht wahr? Und wir genießen eine reale zwischenmenschliche Beziehung. Ja, wo nicht die eine Seite einfach völlig passiv ist, sondern wir wollen natürlich auch, es ehrt auch uns als Menschen, wenn andere Großes von uns erwarten. Warum ehrt uns das? Weil sie offensichtlich von uns vertrauen, dass wir es tun können, nicht wahr? Verstehst du, was ich meine? Markus 10, Vers 29. Ich hoffe, du hast da einen Finger drin gelassen. Markus 10, Vers 29. Wir gehen wieder zurück zum Markus-Evangelium. Lass mich dir ein Beispiel dafür geben. Ein weiteres Beispiel aus meinem persönlichen Leben auch, wie wir dafür bitten sollten, mit der Erwartung den Herrn bitten sollten, dass er sich an sein Wort hält und wir den Herrn erinnern. Halte dich an dein Wort. Markus 10, Vers 29, da heißt es, Jesus aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht, achte darauf, hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit
Das heißt, in dieser Welt, in diesem Leben, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Also wir haben hier die eindeutige Zusage, das eindeutige Versprechen. Wenn du alles verlässt, alles hinter dir lässt, um des Evangeliums willen, um Christi willen, dem Herrn nachfolgst und alles dafür aufgibst, du wirst es hundertfältig empfangen, nicht nur in der Zukunft, sondern jetzt auch in dieser Zeit, in diesem Leben, in dieser Welt. Und schau, ich lüge nicht, wenn ich sage, dass ich eigentlich so ziemlich alles verlassen habe in Deutschland, um dem Herrn nachzufolgen, um Christi willen, um des Evangeliums willen. Ich glaube nicht, dass ich lüge, wenn ich das sage. Dass ich einfach alles stehen und liegen gelassen habe und hierher gekommen bin. Okay. Und ich habe oft dieses Gebet gebetet. Ich will, Herr, dass du dich daran hältst. Du hast gesagt, dass du mich hundertfältig entlohnen wirst. Halte dich daran, Herr. Gib mir diesen Segen. Ich will das, dass du das Wahrheit werden lässt in meinem Leben. Lass es wahr werden in meinem Leben. Halte dich an dein Wort. Du hast mir das versprochen, Herr. Das ist ein mutiges Gebet. Das ist kein hochmütiges Gebet. Gott hat das sowieso schon zugesagt. Ich will den Herrn einfach nur noch mal daran erinnern. Herr, halte dich daran. Ich will das sehen in meinem Leben. Und natürlich, der Herr hat mich unfassbar gesegnet. Ich habe ein extrem gutes Leben. Ein Leben, in dem ich mich momentan um erstaunlich wenig sorgen muss. Nun, natürlich kannst du denken, ja, Anselm, du bist noch jung, natürlich, du wirst noch Sorgen in deinem Leben haben. So, okay, ja, hallo, ich bin nicht dumm. Warum hat mich der Herr wohl gesegnet? Womit hängt das wohl zusammen? Weil ich viel verlassen habe, so ziemlich alles hinter mir gelassen habe, was natürlich mit Sorgen verbunden ist, was natürlich mit Stress verbunden ist. Ist nicht so, dass ich nicht weiß, wie das ist. Preis den Herrn, dass er uns entlohnt für das, was wir für ihn tun. Und das ist übrigens auch nicht falsch zu sagen, Herr, ich habe das und das für dich getan. Ich will, dass du mich dafür belohnst. Ist das falsch zu sagen? Wenn du aufrichtig weißt, du hast es für den Herrn getan, es war gut, was du getan hast, du hast alles stehen und liegen gelassen, bist dem Herrn nachgefolgt, hast Verfolgung erlitten vielleicht, und du sagst, Herr, ich habe das für dich getan, ich will, dass du mich belohnst dafür, für meine Werke. Ist es falsch, so etwas zu beten? Nein. Ich kann dir auch ein Beispiel dafür nennen. Schlage du 1. Johannes 5 auf. 1. Johannes Kapitel 5. Das ist zum Ende des Neuen Testaments hin. 1. Johannes Kapitel 5. Ich lese dir vor aus Nehemia Kapitel 5, Vers 19. Da heißt es, Nehemia spricht, gedenke mein Gott mir zum Guten an all das, was ich für dieses Volk getan habe. Nehemia sagt, hey, ich habe all diese guten Sachen getan für dein Volk. Gedenke an mich. Ich will, dass du mich belohnst, Herr. Und natürlich sind wir als Menschen nicht perfekt. Wir haben nicht unbedingt bei jedem Gebet die richtige Motivation im Herzen, leider. Das ist die Realität. Aber du musst realisieren, dass Nehemia hier der Erzähler ist, vom Heiligen Geist inspiriert ist. Das ist richtig, was Nehemia hier sagt. Gedenke mir, mein Gott, mir zum Guten an all das, was ich für dieses Volk getan habe. Die Bücher Esra und Nehemia sind ziemlich depressive Bücher. Sie haben keine gute Stimmung, sie haben kein Happy End. Es ist eher so, dass Gott führt sie zurück, die Juden. Und das ist natürlich super. Das ist mit viel Freude verbunden. Aber sie sind im Land und sie vermischen sich wieder mit den Heiden. Und es geht im Grunde genommen eigentlich schon wieder bergab. Das ist ziemlich depressiv. Aber Nehemia sagt, hey, im Grunde genommen, wenn man das im ganzen Kontext betrachtet, diese Aussage, schau, dieses Volk hat gegen dich gesündigt, aber Herr, gedenke an mich. Ich habe Gutes getan für dieses Volk. Das ist kein falsches Gebet. Schau, vertraue dem Herrn, glaube an den Herrn, erwarte Großes von dem Herrn, erwarte, dass der Herr dich großartig nutzt. Tue Großes für den Herrn, im Vertrauen auf ihn und bitte Gott doch darum, dass er dich dafür segnet. Warum nicht? Und schau, manchmal, auch wenn ich das so sage, werde ich selbst natürlich ehrfürchtig vor dem Herrn und ich denke mir, das ist ein ziemlich mutiges Gebet, aber ist es nicht das, was Gott segnet?
Ist es nicht das, was Gott segnet? Und wollen wir nicht alle gesegnet sein? Erster Johannes Kapitel 3, du bist in 1. Johannes Kapitel 5, ich lese dir vor aus 1. Johannes Kapitel 3, Vers 21. Und das sind auch Verse, die du auswendig lernen solltest, die dein Gebetsleben nachhaltig beeinflussen können. 1. Johannes 3, Vers 21, Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm. Und was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm. Die Bibel lehrt, und ich kann den Vers jetzt nicht exakt zitieren, aber dass er nichts Gutes zurückhalten wird von denen, die aufrichtig wandeln vor ihm, die gerecht sind. Gott wird nichts Gutes von dir zurückhalten. Nun, Gott kennt es natürlich, es wird niemals so perfekt sein, wirklich. Denn Gott kennt uns, er weiß, dass wir Sünder sind. Er weiß, dass wir in der Gefahr stehen, hochmütig zu werden. Dass wir in der Gefahr stehen, zu denken, irgendwie, meine Hand hat mir das alles erworben oder so. Das ist leider die Gefahr, die in unserem Fleisch steckt, und zwar in jedem von uns. Weil die Bibel lehrt, dass Gott ihre Herzen gleich geschaffen hat. Ja, wir haben alle im Grunde genommen das gleiche verdorbene Herz. Im Grunde genommen haben wir alle das gleiche verdorbene Fleisch. Gott wird natürlich manche Dinge von uns auch fernhalten und uns manches nicht geben, um uns ein bisschen demütig zu halten. Das ist die Kehrseite, weil wir nicht perfekt sind, nicht wahr? Also manchmal werden wir auch ein bisschen vielleicht finanzielle Probleme haben, und das ist in Ordnung. Das ist dann ganz einfach das, was wir brauchen. Denn egal, was in unserem Leben als Christen passiert, Gott hat es entweder zugelassen oder er bringt es absichtlich in unser Leben, um uns eine Lektion zu erteilen oder was auch immer. Aber hey, wenn du ein im Großen und Ganzen vollkommener, gerechter Christ bist, und vollkommen im biblischen Kontext bedeutet oftmals reif in jeglicher Hinsicht, einfach ein insgesamt guter Christ in jedem Bereich deines Lebens, da gibt es nicht irgendwie diese Leichen, die du im Keller hast und sonst scheint alles gut zu sein, sondern du bist insgesamt ein reifer, guter Christ, wenn du gerecht wandelst vor dem Herrn und du hast ein echtes, aufrichtiges Gebetsleben. Du betest mutig zu Gott. Gott wird große Dinge für dich tun. Und im Großen und Ganzen allgemein gesprochen wird Gott nichts Gutes von dir zurückhalten. 1. Johannes 5, Vers 14, da bist du jetzt. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben. Und auch diese Verse, super zum Auswendiglernen. Das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Jetzt achte darauf, Vers 15. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Also, wann wissen wir, dass Gott uns hört? Schau dir Vers 14 an. Das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Also, wir wissen, dass Gott uns hört, wenn wir wissen, dass das, worum wir bitten, innerhalb von Gottes Willen ist, dass es nicht gegen den Willen Gottes geht. Solange das der Fall ist, wissen wir, dass Gott uns hört. Und wir wissen, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Und ich denke, das könnte auf den ersten Blick etwas verwirrend sein. Wenn wir wissen, dass er uns hört und was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, präsent, Gegenwart, dass wir von ihm erbeten haben. Aber ich denke, worum es hier geht, wenn wir wissen, Gott erhört uns, denn wir sind allgemein im Willen Gottes und das, worum wir bitten, ist allgemein im Willen Gottes. Wenn wir das wissen, dann ist es so, als hätten wir es jetzt schon, weil es uns so sicher ist, dass wir das Erbetene bekommen werden. Es ist so sicher, dass wir das Erbetene bekommen werden, wenn wir halt tun, was vor dem Herrn wohlgefällig ist. Ja, und es ist in seinem Willen, worum wir bitten. Wir wollen es nicht vergeuden in unseren Lüsten, wie Jakobus davon spricht, sondern wir haben die richtige Motivation, das richtige Herz dabei. Es ist so sicher, dass wir es bekommen, dass es im Grunde genommen schon so ist, als hätten wir das Erbetene jetzt schon. Ich denke, das ist eine logische Erklärung dafür. So wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Wie gesagt, wann wissen wir das? Wenn wir seinem Willen gemäß bitten. Und wir beten natürlich nicht immer Gottes Willen gemäß. Denn es ist in deinem Leben als Christ natürlich auch ein Prozess, immer mehr zu erfahren, immer mehr die Bibel kennenzulernen. Und du wirst vielleicht dann im Rückblick sehen, oh, da habe ich um etwas Dummes gebeten. Okay, na, dann ist es halt so.
Ich meine, darüber solltest du nicht dann, dir dann den größten Kopf machen, denn du bist nicht perfekt. Okay, passiert. Herr, vergib mir, das war ein dummes Gebet und mach weiter. Schlage Matthäus Kapitel 6 auf. Matthäus Kapitel 6. Weißt du, wir sollten zwar ringen im Gebet und nicht aufhören im Gebet. Ringen, durchhalten bis zum Ende, kämpfen für unsere Segnungen. Aber wenn ich sage durchhalten, dann meine ich nicht damit die bloße Wiederholung von Worten. Weißt du, die bloße Wiederholung von Worten, dass du einfach besonders lange betest und es geht dir dabei einfach um die bloße Wiederholung von Worten, das wird Gott nicht dazu bewegen, mehr auf dich zu hören. Matthäus Kapitel 6, da bist du jetzt in Vers 7, da heißt es, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Jetzt achte darauf, denn sie, das heißt die Heiden, meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Also wir sollen ihnen nicht gleichen, den Heiden. In welchem Sinne sollen wir ihnen nicht gleichen? Nun, die Bibel sagt uns das hier schwarz auf weiß in Vers 7, was die Heiden machen. Sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Ja, und Leute legen diese Verse, denke ich, oftmals falsch aus. Ihr sollt nicht plappern wie die Heiden oder damit sind irgendwie sinnlose Worte gemeint oder so. Nein, die Bibel gibt uns, erklärt uns, was gemeint ist. Sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Das heißt, den Heiden, oder was verbindet die Heiden allgemein? Dass sie bloße Wiederholungen machen, dass sie glauben, dass Gott um ihrer bloßen Wiederholungen willen mehr auf sie hört. Oder dass ihre Götzen viel mehr auf sie hören, um ihrer bloßen Wiederholungen willen. Das heißt, ihr Gebetsleben ist nicht echt und ihr Gebetsleben ist nicht herzlich. Das ist mein zweiter Punkt. Erstens, dein Gebet sollte echt sein. Gott will eine echte, reale, aufrichtige Beziehung mit dir, wo du sagst, das ist mein Wille, das ist, was ich von dir will, Herr. Und zweitens, deine Gebete sollten herzlich sein. Damit meine ich tatsächlich von Herzen kommend. Nicht etwas, was du einfach wiederholst, sondern deine eigenen Worte. Von Herzen kommend. Das geht natürlich beides Hand in Hand. Ein echtes Gebet, ein herzliches Gebet. Das geht beides Hand in Hand. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihre vielen Worte willen. Sie machen einfach viele Worte. Ja, es geht dabei einfach um eine bloße Wiederholung. Es kommt nicht vom Herzen. Es ist kein herzliches Gebet. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Mache nicht dieselben stumpfen, ritualisierten Wiederholungen. Wiederhole nicht dasselbe Mantra. Wiederhole nicht das Vater unser ohne Sinn und Verstand. Denn das ist, was die Heiden machen. Das ist, was Katholiken machen, nicht wahr? Sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Schau, die Bibel warnt uns davor. Jesus sagt, ihr sollt ihnen nicht gleichen. Und worum geht es dabei im Kontext? Ganz einfach, viele Worte. Ja, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Sie wiederholen immer wieder dieselben Gebete. Und die Bibel sagt uns das, ja, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Es ist einfach diese bloße Wiederholung. Sie machen einfach viele Worte. Es ist nicht von Herzen. Und wir sehen das aber natürlich auch tatsächlich bei Katholiken. Sie wiederholen immer wieder das Vaterunser. Obwohl Jesus in dem Vers vor dem Vaterunser, zu dem wir gleich kommen, gesagt hat, dass wir den Heiden nicht gleichen sollen. Sie machen viele Worte. Für sie ist es ein bloßes Ritual. Nicht dasselbe machen. Sie wiederholen dann einfach trotzdem das Vaterunser immer wieder. Was machen irgendwelche Hindus? Sie wiederholen irgendein Mantra oder was auch immer. Was machen Moslems? Sie wiederholen dieselben vorgekauten Gebete. Und besonders bei Moslems ist es wirklich komplett ohne Sinn und Verstand. Bei den meisten. Denn lass mich dir was verraten. Die meisten Moslems, die können überhaupt gar kein Arabisch. Die verstehen überhaupt gar nicht, was sie da überhaupt plappern. Unser Gebet sollte herzlich sein. Jakob hat kein stumpfes Ritual durchgeführt. Ja. Und natürlich ein echtes Gebet, ein herzliches Gebet, das geht Hand in Hand. Aber mein Punkt ist hier besonders, Punkt 2, es sollte wirklich aus deinem Herzen, mit anderen Worten aus deinen Gedanken kommen. Es sollten deine Worte sein. Und was machen aber die Heiden stattdessen? Sie wiederholen vorgekaute Worte. Sie wiederholen Gebete, die andere aus sich ausgedacht haben. Und sie wiederholen es. Sie machen ganz einfach viele Worte. Ich habe sowas schon selbst erlebt. Ich habe das schon mal erzählt, aber ich war mit meiner Oma vor etlichen Jahren, war ich noch nicht gerettet,
bei einer Anbetung. Und es wurde tatsächlich buchstäblich Anbetung genannt in der katholischen Kirche. Und weißt du, zu wem gebetet wurde? Zu Maria. Und es wurde Anbetung bezeichnet. Aber Katholiken beten nicht zu Maria. Nein, bloß nicht. Schwachsinn. Und ich liebe meine Oma. Ich hoffe, dass sie gerettet wird. Aber weißt du was? Ich muss das einfach erwähnen, weil das ein richtig gutes Beispiel ist. Und weißt du, wie das da ablief? Sie meinten, sie wurden erhört um ihrer vielen Worte willen. Ich meine, es war wirklich bizarr und schon fast beängstigend. Einfach völlig balabala. Es wurde buchstäblich dasselbe Gebet. Ich will sagen, wahrscheinlich mehrere hundert Male wiederholt. Es war sehr komisch, diese Erfahrung. Und du könntest sagen, ja, aber das Vaterunser, das ist doch ein gutes Gebet. Das ist doch ein gutes Gebet, das sind auch sinnvolle Worte. Aber wozu dient das Vaterunser? Wenn Jesus im Voraus, in Vers 7 und 8, du bist Matthäus Kapitel 6, in Vers 7 und 8, eindeutig uns lehrt, wir sollen den Heiden nicht gleichen. Was machen die Heiden? Sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Ja, also nicht einfach viele Worte machen. Das ist auch, was Katholiken machen mit dem Vaterunser. Sie wiederholen es immer und immer wieder. Hier ist das Problem dabei. Wenn du etwas immer und immer wieder wiederholst, dasselbe Gebet, es verliert an Bedeutung. Es verliert an Bedeutung automatisch. Wozu dient also das Vaterunser? Deshalb, ja, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ihr ihn bittet, wir sollen den Heiden nicht gleichen. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Schau, was ist, was die Heiden machen? Ja, wenn du diese Verse in Vers 7 und 8 noch nicht verstanden hast, denk einfach darüber nach, was die Heiden machen und wie wir ihnen nicht gleichen sollen im Gebet. Es ist sinnleer, was sie machen. Es sind sinnleere, hohle, bloße Wiederholungen. Und genau dasselbe passiert mit dem Vaterunser, trotzdem es aus der Bibel ist, dass es sinnleer wird. Jesus sagt nicht, wiederhole dieses Gebet, sondern wir sollen auf diese Weise beten. Und das, was uns das Vaterunser lehrt, ist eine sinnvolle Art und Weise zu beten. Es ist nicht dasselbe Gebet, das wir wiederholen sollen, das wurde schon in Vers 7 und 8 geklärt, sondern es ist eine Art und Weise, ein Schema, wie wir beten sollen, wie wir unser Gebet gestalten sollen. Aber sollen wir dieselben Worte wiederholen? Nein, sondern diese Worte, die werden dann sinnlos mit der Zeit, sondern es sollten unsere eigenen Worte sein. Das ist mein zweiter Punkt, unser Gebet sollte herzlich sein, es sollte von Herzen kommen. Aber das Vaterunser, wenn du nicht weißt, wie kann ich Gott beten, dass es Gott einfach mehr gefällt, das ist das Vaterunser ein gutes Schema, an das wir denken sollten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde der Name. Fange mit dem Herrn an, gib Gott die Ehre. Ja, erkenne den Willen Gottes an, hey, dein Wille geschehe, Herr. Aber ich will, dass du mir heute mein tägliches Brot gibst. Vergib uns unsere Schulden, Herr. Ja, denke an deine Sünden. Aber denke nicht zuerst an deine Sünden, sondern gib einfach zuerst Gott die Ehre. Es ist einfach ein Schema, an dem wir uns orientieren. Und ich meine, es ist bizarr, dass dieses Gebet auch in manchen Freikirchen immer und wieder rauf und runter gerattert wird. Denn die Verse davor, die widerlegen das eindeutig. Und mehr muss ich dazu nicht sagen. Das heißt nicht, das möchte ich aber dazu sagen, das heißt nicht, dass es grundsätzlich falsch ist, dasselbe Gebet mehrmals zu wiederholen. Und auf den ersten Blick kann das jetzt vielleicht widersprüchlich sein für dich, wenn ich sowas sage. Nur weil die Bibel sagt, dass wir den Heiden nicht gleichen sollen. Was machen die Heiden? Sie wiederholen immer wieder dasselbe stumpfe, ritualisierte Gebet. Ja, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Dabei sollen wir nicht einfach viele Worte machen, sondern sinnvolle Worte. Und es sollte von Herzen kommen, nicht wie die Heiden sein, bei denen es nicht von Herzen kommt und so weiter. Das ist ziemlich eindeutig, denke ich. Aber das heißt nicht, dass es grundsätzlich falsch ist, dasselbe Gebet mehrmals zu wiederholen. Und lass mich dir das beweisen. Ich werde dir erklären, wie das zusammenpasst.
Matthäus 26, Vers 39, wenn du das schnell aufschlagen kannst, Matthäus 26, Vers 39, und er ging ein wenig weiter, Jesus ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Matthäus 26, Vers 40, und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafen und spricht zu Petrus, könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wiederum ging er zum zweiten Mal hin, Vers 42, betete und sprach, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er kommt und findet sie wieder schlafen, denn die Augen waren ihnen schwer geworden. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und achte darauf in Vers 44 und sprach dieselben Worte. Also eindeutiger Beleg, es ist nicht einfach grundsätzlich falsch, dasselbe Gebet, dieselben Worte nochmals zu sagen. Aber rate mal was. Jesus hat das getan, Jesus hat es natürlich aufrichtig getan, bei Jesus kam es tatsächlich vom Herzen. Und schau, wenn du in einer furchtbaren Situation bist, und Gott sei Dank werden wir niemals so etwas Furchtbares wie Jesus Christus erleben, aber natürlich, wenn du in einer furchtbaren Situation bist und von Herzen dasselbe wiederholst zum Herrn, daran ist nichts falsch, eindeutig. Aber siehst du, wenn du in so einer schwierigen Situation bist, dann kommt es natürlich automatisch vom Herzen. Es ist automatisch tatsächlich herzlich, dein Gebet. Bei den Heiden ist es nicht herzlich. Für sie ist es einfach nur ein Ritual, die Wiederholung. Wenn wir ein Gebet wiederholen, dann sollte es von Herzen kommen. Ja. Gleichzeitig will ich aber dazu sagen, lass diese Wiederholung nicht zu, weil du Zweifel hast. Wir sollten beim Gebet nicht zweifeln. Das ist, was der Jakobusbrief uns lehrt. Wenn du dieselben Worte wiederholst, weil du zweifelst, das ist kein guter Grund, dieselben Worte zu wiederholen. Ja. Schau, im Normalfall, lass mich dir sagen, was der Normalfall sein sollte. Der Normalfall sollte sein, dass du ein Gebet sprichst, es ist echt, es kommt von Herzen, ich vertraue dir, Herr, und du lässt es bei ihm. Das reicht aus. Aber schau, erinnere den Herrn daran, Herr, ich will das von dir. Ja. Was ich damit meine ist, die Wiederholung sollte nicht aufgrund von Zweifeln kommen, denn nur weil du ein Gebet wiederholst, wird es Gott nicht desto mehr erhören. Verstehst du, was ich meine? Nur weil du ein Gebet wiederholst, wird es Gott nicht desto mehr hören. Gott hat es schon gehört. Also wenn du es wiederholst, solltest du nicht denken, ich wiederhole es, weil Gott mich dann mehr erhören wird. Das, was die Heiden machen, dann wird es etwas sinnleer, sondern es sollte von Herzen kommen. Und schau, ich habe Gebete oft wiederholt. Ich glaube nicht, dass irgendetwas daran falsch war. Nun, ich sage nicht, dass ich nie Fehler gemacht habe. Ich sage nicht, dass ich nie irgendwie auf falsche Art und Weise ein Gebet wiederholt habe. Zum Beispiel habe ich auch mehrmals das Vaterunser gebetet früher. Aber die Bibel lehrt, dass es ganz einfach ein Schema ist, auf diese Weise sollen wir beten, darauf bin ich schon eingegangen. Wenn du betest, es sollte echt sein, ja, und es sollte herzlich sein, es sollte von Herzen kommen. In dem Vertrauen, der Herr hört mich, der Herr weiß das. Und wenn du das dann nochmal betest, dann sollte es etwas sein, weil dein Gebetsleben echt ist, weil du eine echte, aufrichtige Beziehung zum Herrn hast, wo du den Herrn nochmals anflehst. Aber es kommt vom Herzen und die Wiederholung kommt nicht daher, dass du irgendwie Zweifel hast. Oh, hat mich Gott erhört? Ich wiederhole es einfach nochmal, dann wird mich Gott erhören. Das ist keine gute Motivation. Ich hoffe, ich habe das klar gemacht und es verständlich gemacht. Schau, Jesus hat natürlich von Herzen gebetet. In so einer furchtbaren Situation, wo er wusste, dass er gekreuzigt wird bald. Also es ist nicht grundsätzlich falsch, dieselben Worte zu beten. Ja, wir sehen das an Jesus Christus eindeutig. Aber wie sollte dein Gebet sein? Es sollte erstens echt sein, es sollte zweitens herzlich sein. Das heißt, tatsächlich von Herzen kommen, aus deinen eigenen Gedanken. Und hier ist die Versuchung, denke ich, vielleicht besonders bei Christen, die erst vor kurzem gerettet wurden oder die aus der evangelischen Kirche oder aus der katholischen Kirche ursprünglich kommen. Man könnte sich unsicher sein als Mensch, was sind die richtigen Worte? Ich meine, zum Herrn zu beten, zum Schöpfer des Himmels und der Erde, das ist eine ziemlich große Sache. Und als Menschen könnten wir vielleicht unsicher sein, was die richtigen Worte sind. Aber lass mich dir einfach das sagen. Ich denke, das wird dir helfen. Die Worte, die du gerade findest, das sind die richtigen Worte. Und ich meine das in dem Sinne,
Das ist das Einzige, was du tun kannst. Du kannst einfach nur die Worte finden, die du gerade finden kannst. Das ist alles, was du tun kannst als Mensch. Okay, also, das sind dann die richtigen Worte. Thema geklärt. Schau, wir wissen oftmals nicht, wie oder was wir beten sollen. Und dann gibt uns die Bibel die Zusage, dass der Geist für uns eintritt mit unaussprechlichen Seufzern. Du findest einfach die Worte, die du finden kannst, und das sind dann die richtigen Worte. Das heißt nicht, dass buchstäblich alles davon richtig ist, was du betest, aber als Mensch kannst du nun mal nicht mehr tun, als die Worte zu finden, die du finden kannst. Also mach dir keinen Kopf darüber. Schlage Matthäus Kapitel 6 auf, wieder Matthäus Kapitel 6. Jakob, sehen wir, hat alleine gebetet. Und ich komme bald zum Schluss meiner Predigt, ich muss mich ein bisschen beeilen. Jakob hat alleine gebetet, als er allein zurückgelassen wurde im Lager. Und er hat dort eine der großartigsten Erfahrungen gemacht, wahrscheinlich in seinem Leben. Auch wir, wenn wir alleine sind, da sollten wir wirklich am längsten zum Herrn beten, am emotionalsten zum Herrn beten. Emotionen haben natürlich Platz in unserem Gebetsleben, weil wir echt sein wollen in unserer Beziehung zum Herrn. Unser Gebet sollte aus unseren Gedanken tatsächlich kommen. Aber es ist logisch zu sagen, dass die emotionalsten Gebete und die längsten Gebete nicht in der Öffentlichkeit stattfinden, nicht in der Kirche stattfinden, sondern wir ziehen uns zurück, genauso wie Jakob alleine geblieben ist. Und da hatte er wirklich eine krasse Erfahrung mit dem Herrn, nicht wahr? Weiteres Beispiel, wir sehen es in Lukas Kapitel 6, Vers 12, Jesus Christus selbst. Es geschah aber an jenen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten. Also er ging auf einen Berg. Ja, Jesus hat gesagt, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Ich meine, Jesus hat ein extrem stressiges Leben geführt hier auf der Erde. Er hatte nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er musste auf irgendeinen Berg gehen. Er musste sich zurückziehen, um endlich alleine sein zu können, weil so viele Menschen auf ihn eingedrungen sind, all die Volksmengen, die ihm zuhören wollten. Und es geschah aber an jenen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten. Also er ist an einen einsamen Ort gegangen, um alleine zu sein. Und was heißt es dann? Er verharrte die Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Ja, also wir machen das nicht unbedingt im Gebetshaus Augsburg, 24-7-Gebet mit Johannes Hartl, Schwuchtel, sondern wir machen das alleine. Ja, wir ziehen uns wie Jesus zurück. Wenn du eine Nacht im Gebet verbringen willst, nicht, dass du es unbedingt tun musst, nicht, dass du das unbedingt schaffst. Ich würde das nicht schaffen, ich werde das nicht machen. Ich weiß, dass ich viel Schlaf brauche, aber hey, wenn du das machen willst, eine Nacht hindurch beten, mach das alleine, mach das für dich. Selbst, persönlich, alleine, zurückgezogen. Nicht unbedingt im Gebetshaus Augsburg, wo es dann 24-7 irgendwie live gestreamt wird auf YouTube. Heuchler! Unser Gebet, drittens, sollte anständig sein. Erstens echt, zweitens herzlich, von Herzen kommend und drittens anständig. Ich will dir ein paar Hinweise geben, wo Gebet Platz hat, wo es keinen Platz hat oder wie es aussehen sollte, wie lange es sein sollte. Einfach ein paar kurze Hinweise. Schau dir Matthäus 6, Vers 5 an. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gerne in den Synagogen, an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du kannst dir denken, ja gut, aber irgendwie so 24-Stunden-Gebet im Gebetshaus Augsburg. Du weißt doch nicht, was für eine Motivation die Leute haben. Aber schau, nehmen wir an, dass alle Leute dort an und für sich erstmal die richtige Motivation haben. Der Fakt, dass es live gestreamt wird, ist eine extreme Versuchung, dass dieses Gebet nicht echt ist, dass es nicht ernst gemeint ist. Bei diesen Leuten, bei den meisten sowieso nicht wirklich, ganz einfach, weil sie nicht gerettet sind. Gott erhört diese Gebete nicht. Aber schau, so etwas kann zu Heuchelei verführen. Ja. Und wir sollen natürlich keine Heuchler sein. Wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gerne in Synagogen, an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Manche Leute machen das, um sogar bemerkt zu werden. Aber lass mich dir das sagen, irgendwie eine öffentliche Gebetsveranstaltung und Leute treffen sich auf irgendeinem öffentlichen Platz, machen dann Lobpreis und Gebet. Und all dieses komische liberale Zeug, all diese komischen Ideen, die wir nicht in der Bibel finden. Und das ist etwas heutzutage in liberalem Christentum, dass der Fokus völlig verzerrt wird. Der Fokus wird gelenkt auf Dinge, die die Bibel nicht unbedingt im Fokus hat. Lass mich dir das sagen.
gemeinsames Gebet in der Kirche, das ist nicht unbedingt ein Fokus im Neuen Testament. Ich sage nicht, dass es keinen Platz hat. Ich sage nicht, dass es eine gute Sache ist. Oder dass nicht eine gute Sache sei. Natürlich, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich in ihrer Mitte. Amen. Ja, lasst uns zusammen beten. Aber ist das ein Fokus im Neuen Testament? Nein. Das ist kein Fokus. Verstehst du? Also, lass uns das wie Jesus machen. Lass uns das wie Jakob machen. Wenn wir richtig lange beten wollen, ausgedehnt beten wollen, besonders emotional beten wollen, lass uns zurückziehen, ins stille Kämmerlein gehen, Türe abschließen und dann werde emotional. Dann bete lange und ausgedehnt. Gebet zusammen in der Kirche hat seinen Platz, alles gut. Aber das ist nicht der Fokus. Und die Versuchung kann auch sein, auch wenn es nicht unbedingt deine Absicht ist, gesehen zu werden von Leuten, aber die Versuchung kann sein, bei irgendwelchen Gebetsveranstaltungen, bei all diesem Zeug, was sich Kirchen heutzutage ausdenken, wir machen irgendwie eine öffentliche Gebetsveranstaltung und 24 Stunden Livestream. Die Versuchung ist trotzdem, dann von den Leuten gesehen werden zu wollen. Oh, ich war dabei und man kann mich sehen, wie lange und toll ich gebetet habe, was ich für tolle Worte gemacht habe. Langes Gebet macht es doch zurückgezogen. Vers 6, Matthäus 6, Vers 6, du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein, schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Das ist ein interessanter Vers, was bedeutet das? Dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Wie wird Gott ein Gebet, das niemand sieht, von dem niemand etwas weiß, wie wird es dir öffentlich vergelten? Nun, stell dir das so vor, Leute werden sich denken, wenn du echt betest, wenn du herzlich betest, wenn du anständig betest, kein Heuchler bist, nicht eine Show daraus machst, nicht irgendwie vor dem Essen eine Kurzpredigt hältst, wenn du fürs Essen betest. Schau, es gibt so viele Fake-Christen da draußen und ihre Gebete sind so fake. Weißt du, wahre Gebete, wenn es in der Gruppe ist, die sind einfach prägnant, auf den Punkt gebracht, kein großes Aufsehen drum. Deine langen Gebete machst du ganz einfach zu Hause, schließt deine Tür zu. Aber weißt du was, Leute, wenn du jemand bist, der echt betet, der herzlich betet, der anständig betet, Leute werden die Auswirkungen davon sehen. Leute werden dich sehen und denken, wow, dieser Christ, das ist ein gesegneter Mann. Diese Frau ist eine gesegnete Frau. Und sie wissen das an den Auswirkungen. Sie sehen, wie Gott dich gesegnet hat. Sie wissen aber nicht unbedingt, wie lange du gebetet hast. Sie wissen nicht, wie du mit Gott gerungen hast. Das in deinem stillen Kämmerlein passiert. Verstehst du, was ich sage? Aber als Christen verstehen wir, warum diese Person gesegnet ist. Denn auf der anderen Seite sagt die Bibel, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Schlage du 1. Timotheus Kapitel 2 auf. In Jakobus Kapitel 4, Vers 2 heißt es, ihr seid begehrlich und habt es nicht, ihr mordet und neidet, könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. So viel zum Thema Calvinismus. 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 8, da heißt es, so will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Und das könnte auf den ersten Blick widersprüchlich sein zu dem, was wir in Matthäus Kapitel 6 gelesen haben, wo es hieß, dass wir nicht wie Heuchler sein sollen, die sich an den Synagogen und Straßenecken aufstellen und so weiter. Hier sagt die Bibel, dass Männer an jedem Ort beten. Nun, was ist die Schlussfolgerung daraus, wenn wir das zusammenbringen? Wenn wir an jedem Ort beten sollen, wenn wir in der Öffentlichkeit beten, mach es einfach kurz, sodass du noch nicht mal in die Versuchung kommst, irgendwie zu denken, oh, jetzt habe ich ein tolles Gebet gebetet und das haben andere gehört. Jetzt denken die, dass ich ein guter Christ bin. Dass du noch nicht mal in die Versuchung kommst, irgendwie sowas Dummes zu denken. Ich will das nicht unterstellen, aber schau. Ich denke, es hat einen Grund, warum die Bibel sagt, warum Jesus so uns davor warnt, warum der Fokus eher darauf liegt, nicht wie Heuchler zu sein. Sie stellen sich gerne Synagogen an Straßenecken auf. Was sollten wir stattdessen tun? Was sollten wir stattdessen tun? Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein, schließe deine Türe zu. Gleichzeitig sagt die Bibel, so will ich nun, dass die Männer an jedem Ort beten, indem sie heilige Hände aufheben, ohne Zorn und Zweifel. Was ist also die Schlussfolgerung daraus? Der Fokus sollte darauf liegen, dass du in dein Kämmerlein gehst und deine Türe zuschließt und privat betest. Das ist der eindeutige Fokus. Okay. Und ein Gebet in der Öffentlichkeit, halte das kurz und knapp, weil es darum geht, dass es immer noch ehrlich gemeint ist. Aber die Versuchung könnte sein, ich hoffe, dass es bei dir nicht der Fall ist, die Versuchung könnte sein, irgendwie gut dastehen zu wollen oder so.
Ich denke, das ist, worum es hier geht. Und letzten Endes sind diese Verse nicht schwer zusammenzubringen. Es ist ganz einfach der Fokus, um den es geht. Fokus ist Gebet im Privaten. Sollen wir trotzdem an jedem Ort beten? Ja. Nur dann achte halt darauf. Mach es einfach kurz und prägnant. Ja. Einfach nur das Wesentliche. Werde nicht super emotional. Du willst nicht von den Leuten gesehen werden und gepriesen werden dafür. Das, was die Heiden machen. Sei nicht wie die Heiden. Hey, Gott erhört dein Gebet, auch wenn es nur kurz ist. Weißt du? Das ist einfach zu verstehen. Ja, nicht wie das Gebetshaus Augsburg. Ja, 24-7 Gebet und super emotional und ausgedehnt und mit Lobpreis und bla bla bla. Ein gutes Beispiel dafür, wie wir überall beten, ist beim Essen zu beten. Ja, 1. Timotheus 4, Vers 3, einfach nur ein paar Seiten weiter. 1. Timotheus 4, Vers 3, sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Schau dir Vers 4 an, denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Bete dafür und es wird in Ordnung sein. Ja, auch wenn es nicht unbedingt Bio ist, aber natürlich, wir sollten auf unseren Körper Acht geben und so weiter. Das ist auch etwas, was die Bibel lehrt. Aber hey, auch wenn es nicht Bio ist und es nicht unbedingt der größte Dreck, den du da frisst, ja, bete dafür und es wird in Ordnung sein. Mach dir keinen Kopf drum. Es wird geheiligt durch Gottes Wort und Gebet. Überall beten. Vor dem Essen beten. Okay, du stellst dir vielleicht die Frage, Anselm, kannst du noch weitere Beispiele nennen? Ich bin gerade erst gerettet worden, ich bin neuer Christ. Wo soll ich beten? Wofür soll ich beten? Dies und das. Es gibt eine ganz einfache Anweisung in der Bibel. Betet ohne Unterlass. Okay, Thema geklärt. 1. Thessalonicher 5, Vers 17 ist das. Betet ohne Unterlass. Okay, also soll ich dafür beten, wenn eine große Autofahrt bevorsteht? Bete ohne Unterlass. Bete einfach immer. In deinem Kopf natürlich. Ja. Schau, Gebet ist eine hauptsächlich private Sache. Gebet sollte anständig sein. Der Fokus der Bibel liegt eindeutig auf privatem Gebet. Du gehst in dein Kämmerlein, schließt die Türe zu oder Gebet in deinem Kopf, ja, betet ohne Unterlass. Du kannst es nicht andauernd laut aussprechen, dann werden andere denken, du bist ein Psycho. Vielleicht bist du es auch. Das wäre ein bisschen komisch. Betet ohne Unterlass, das würde natürlich hauptsächlich in deinem Kopf stattfinden. Betet ohne Unterlass. Ja, vor dem Essen, kurz beten. Steht eine große Fahrt bevor. Wir beten dafür, dass Gott uns beschützt. Amen. Mach keine Kurzpredigt daraus. Ja, es geht nicht dabei, von den Leuten gesehen zu werden. Es ist besser, du hast mehr Segen. Das ist die Lehre, allgemeine Lehre aus Matthäus Kapitel 6. Du hast mehr Segen in deinem Leben, wenn die Leute es nicht sehen. Du hast mehr Segen in deinem Leben, wenn du im Privaten betest. Wenn du kein großes Ding daraus machst. Und nochmals, Gebet in Gemeinschaft hat einen Platz, aber dann fokussiere dich auf das Wesentliche. Auch in der Gemeinde beten wir natürlich zusammen. Aber es ist einfach ein kurzes, prägnantes Gebet. Herr, bitte segne Pastor Anderson bei seiner Predigt, erfülle mit deinem Heiligen Geist. Lass uns darauf hören. Hilf, dass wir erbaut werden. Amen. Ja, und dann kommt die Predigt. Ja. Dein Gebet sollte nicht unbedingt die Predigt sein. Ausgedehntes Gebet, was sehen wir für Beispiele? Jakob war alleine die ganze Nacht hindurch. Jesus war alleine. Das, denke ich, ist der Fokus. Geh in dein Kämmerlein. Und weißt du was? Dein Vater, der ins Verborgene sieht, der wird es dir öffentlich vergelten. Er wird es dir öffentlich vergelten. Du wirst mehr gesegnet sein, wenn du dem Herrn einfach dienst, weil du dem Herrn dienst, ohne von den Leuten gesehen zu werden. Du wirst mehr gesegnet sein, wenn du im Privaten betest und kein großes Ding daraus machst. Gebet sollte echt sein. Du solltest deinen Willen zum Ausdruck bringen. Sollte echt sein. Der Herr will eine echte, wahre, aufrichtige Beziehung zu dir. Gebet sollte echt sein. Es sollte herzlich sein. Es sollte aus deinem Herzen, aus deinen Gedanken kommen. Keine bloße, stumpfe, ritualisierte Wiederholung. Und Gebet sollte anständig sein. Lass mich zum Schluss nochmal vorlesen. 1. Mose 32, Vers 30. Jakob aber bat und sprach, lass mich doch deinen Namen wissen. Er aber antwortete, warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Jakob aber nannte den Ort Peniel, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Also Jakob hat den Herrn auf unfassbar eindrucksvolle Art und Weise erlebt. Es ist eine unfassbar eindrucksvolle Geschichte, die wir lesen können, die auch uns erbaut. Aber weißt du, was es erfordert, Gott auf so eine Art und Weise zu erleben? Es erfordert echtes, herzliches
und anständiges Gebet und das wird Gott segnen. Lasst uns beten. Danke, Herr, für dein Wort. Danke, Vater im Himmel, dafür, dass du der Herr bist und dass du wahr bist, Herr, dass du eine Person bist. Unser Vater im Himmel, du bist jemand, mit dem wir tatsächlich echt aufrichtig reden können, Herr, den wir offen und ehrlich um Dinge bitten können. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du unser mutiges Gebet belohnst, dass du es belohnst, wenn wir dich erinnern an deine Zusagen, Herr. Und Herr, wir wollen von dir gesegnet sein. Wir wollen als Kirche von dir gesegnet sein. Bitte segne unsere Kirche in Pforzheim, Herr. Und Vater, bitte segne den Gottesdienst und segne diese Predigt, Herr. Und bitte segne das Seelengewinnen, Herr. Vater, wir danken dir für deine Zusagen. Wir danken dir, Herr, dafür, dass wir eine echte Beziehung, eine echte Gemeinschaft mit dir haben können, Herr. Und dass du interessiert bist an unserem Willen, Herr. Wir preisen dich dafür. Wir danken dir für deinen Sohn Jesus Christus, den du gegeben hast, Herr, an dem wir uns richten können mit allem, was uns beschäftigt, Herr. Und Vater, bitte segne uns, behüte uns auf dem Heimweg, Herr. Und in Jesu Namen beten wir. Amen.